Moin Leute. Trimax hier, Spaß. Aber willkommen zurück zu Skylanders. Giants und Robot stirbt gerade. Bruder muss los. So. Ist der Popfist in Lightcore? Ja, ist er doch. Da mach ihn drauf, Bruder. Oder? Ist doch Lightcore. Er ist Lightcore. Ist geil. Bam! So. Das glaube ich auch, ja. Schade, dass er den nicht mehr mitgetroffen hat hier. Boah, heftig. So, und damit ist der Level auch beendet, oder? Gut, wir müssen noch ein Rätsel schaffen, aber das war's dann, oder? Dann haben wir ja noch genug Zeit tatsächlich, um einen Speedrun zu machen. Achtung, meine treuen Schergen, morgen beginnen wir unsere Weltherrschaft. Geht also alle früh zu Bett. Leere. So. Dann schieben wir das darüber. Ah, das darf nicht passieren beim Speedrun. Aber es darf so vieles nicht passieren beim Speedrun. Ja, also. Das ist richtig schlimm, Alter. So. Man könnte behaupten, dass wir jetzt auf diesen Knopf steigen dürfen. So ist es auch. Oh, ich muss aufs Klo, Leute. Ich muss ganz kurz aufs Klo gleich. Das ist nicht gut. Weil, mit voller Blase in den Kampf gehen, hat die jetzt nicht. So, eine Schatzkiste fehlt uns. Das bereitet mir dezent Nasenbluten, weil ich beim besten Willen nicht weiß, wo die sein soll. Gut. Gut gemacht. So. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Warum steht da ein Block? So mitten im Spielfeld. Lang lebe der Wahl. Komm schon. Ich würde es echt wundern, wenn da was drin ist, aber ehrlich jetzt? Nee! Alter! Das ist so dumm, dass es schon wieder geil ist, Alter! Ja. Das ist okay, dann war die eine Schriftrolle doch nicht nur auf den Crusher-Seelenstein bezogen, sondern auch hierauf. Gefällt mir! Gefällt mir! Dann haben wir doch alles gefunden und müssen nur noch den Speedrun machen und den machen wir gleich noch. Okay, nix. Okay, das heißt, wir haben 35 Minuten gebraucht, 6 Minuten müssen wir für den Speedrun schlechtestens brauchen. Und rein mit Stalakos. Huh, gehen in den Palast. Kein Leben verloren und geschafft. Uns haben wir natürlich nicht geschafft, aber ansonsten haben wir alles geschafft. So, und ihr kennt mich, ja, ihr kennt mich. Ich. Der Allmächtige. Der Übermenschliche. Ich werde jetzt erstmal pissen gehen. Aber ein Freund von mir hat es sehr gefeiert, dass ich in einem Part einfach mal den hier gemacht habe. Geil, oder?
Gut, ich komme gleich wieder. So, Speedpisser, ich bin wieder da. So, Lautstärke ist eingestellt. Flameslinger wird draufgeballert aufs Portal, weil ich mit ihm anfangen werde. Schick die Flammen los. So, let's go. Sollten wir eigentlich easy schaffen können. In der gewünschten Zeit. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz, bevor wir haben ja noch Zeit. Der Part geht ja nicht so lange, ne? Wir könnten sogar noch zwei Versuche oder sogar drei machen. Rein theoretisch, ja, wir können drei machen. Das stresst uns nichts, so 91%. Das heißt, es könnte sich wirklich ausgehen, wenn wir dieses Level jetzt hier noch mit dem Stern versehen. Wir haben 4% zu, dann haben wir 93. Und weitere 6% sind 99. Vielleicht bekommen wir noch 1%, wenn wir die ganzen Arena-Kämpfe haben. Keine Ahnung, könnte sein, könnte nicht sein. Ist es so? Dann braucht man wirklich nicht diese extra Level zu spielen. Aber so, wenn alles gut läuft, zeige ich euch in dieser Folge noch ein Geldglitch, ja? Aber erstmal gehen wir nach Kapitel 15, verlorene Stadt Arkus, und versuchen den Speedrun, so gut es geht, jetzt hier ja, ohne dass ich mir vorher angeguckt habe, hinzuscheißen. Das ist zwar, das ist also die, dann zwar gar nicht gut gehen, weil das ist, ja, weil wir sind recht fortgeschritten im Spiel. Normalerweise muss man sich für einen Speedrun immer auf YouTube ein Video anschauen. Immer. So. Jetzt seid ihr kleine Pisser. Jetzt bist du ganz schön abgebrannt. Wie asozial er das sagt. Jetzt bist du ganz schön abgebrannt. Muss ich mir bildlich vorstellen, ne? Achtung! Heute Abend findet ein Roboter-Musical über mich und meinen überwältigenden Weg zur Macht statt. Alle Schergen haben den Befehl, Heil Chaos. Sich anzusehen. So. Jetzt komme ich! So, jetzt müssen wir Double Trouble, der im letzten Level abgekackt ist, reinnehmen. Ich habe halt nur Angst vor diesen Schilddingern. Menschen. Schnenschen. Ne? So, der Strahl macht's alle mal. Das passt nicht eher zu Prison Break, sondern zu Double Trouble. Aber Bumschagalaga ist auch ein geiler Kampfspruch. Keine Frage. Also ohne dieses Ableiten des Strahls, was ja wirklich nur der Serie 2 Double Trouble kann, würden wir hier, glaube ich, nicht so weit kommen. Das ist nicht Sinn der Sache. So, dann nehmen wir wieder Flamey, die Slameslinger. Schick die Flammen los! Kurzer Schluck. Damit ich hier nicht komplett abkack. Meine lieben, treuen, archaianischen Handlanger. Folgende Skylander sind sofort einzufangen und zu besiegen. Sie alle!
kleiner Conkertron. In dieser Zone. Stirb, Wichser. So. Dann wechseln wir wieder nach Double Trouble. Oder zu Double Trouble. Boom, Shagalaga. Shagalaga, boom, Shagalaga. So. Bis jetzt läuft's gut. Sehr gut sogar. Jetzt hat er tatsächlich geschafft, da so ein Viech rauszumachen, oder was? Gibt's doch gar nicht, Alter. So, jetzt aber. Alter, das ist eine unnötige Verlängerung eines Kampfes. Nicht, dass der denn jetzt auch noch groß gemacht hätte. Das wäre es komplett gewesen. Nee, Sepp ist schneller. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob Sepp schneller ist. Ein kurzer Schluck. Ritt auf den Blitz! Sagt er eigentlich Reite auf den Blitz oder Ritt auf den Blitz? Aktueller Stand? 3 Minuten nur noch. This is not that good that I think that it is. That it must be. Müssen wir ihn halt so killen. Okay, das Level könnte doch relativ schwer werden zum Speedrun. Zum Lohn für seine jahrelangen treuen Dienste darf Clumshanks ab sofort meinem Conkertron dienen und wird hiermit zum Einödassistenten dritter Klasse befördert. Viel Glück, Clumshanks. Sozial. So. Nach oben. Gehst du runter? Ja, okay, wir können noch weitere Tries machen, aber das wird. Du kleiner, dummer Hurensohn! Double die Double Trouble. Boom, Shagalaga. Shagalaga, boom, Shagalaga. So. Er trifft ihn von hier hinten, Bruder. Ehrenmann. Brüge. Ja, hätte ich auch gesagt. So, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber wir werden es nicht schaffen. Wahrscheinlich. Wie ich das einschätzen kann. Okay, jetzt wurden wir ziemlich auseinandergenommen von diesem einen Ritter. Hä? Hä? Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Bruder, sag's mir. Sag schon. Und? Lohnt sich's noch? Wir ballern jetzt Sepp aufs Portal. Und wir ficken jetzt in 34 Sekunden das Game durch. Ritt auf den Blitz! Meine treuen Schergen, morgen beginnen wir unsere Welt.
Okay, 10 Sekunden sind vergangen. Es wäre so bitter, wenn wir es nicht schaffen würden, aber es sieht aktuell nicht gut aus. Alter, ja, ich weiß doch. Ist doch gut so. Hätten wir mit der Kugel nicht geblödelt. Gut. Haben wir nicht geschafft, oder? Nee, haben wir nicht. Nee. 19 Sekunden zu spät, Alter. Aber komm, ist egal. Ist egal, wir haben noch einen Versuch. Oder wir können sogar noch zwei machen, wenn wir wollen. Deswegen. Let's go. Nächster Versuch. Ist natürlich bitter, weil man jetzt nur 19 Sekunden zu lange gebraucht hat, aber so ist es halt. Ich habe beim Jumping Mage auch einmal 2 Sekunden zu lange gebraucht. Vielleicht sollten wir auch. Irgendwie bin ich. Habe ich so das Gefühl, dass es wirklich fast ein Must-Have ist, den Flameslinger Series 2 zu haben, wenn man hier wirklich einen Speedrun machen will. Weil der ist einfach nochmal doppelt so schnell. Fast wirklich doppelt so schnell wie Sepp. Das müsste ich mal geben. Also. Schneller als Sepp ist ja schon heftig, ne? Aber doppelt so schnell. Das war's komplett. So. Reit auf den Blitz! Reit auf den Blitz, jawohl. Das machen wir. Wissen wir natürlich nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wir sind deutlich schneller. Wir sind aktuell deutlich schneller. In dieser Zone sind Skyline. Bruder. Komm, jetzt müssen wir es schaffen. Jetzt müssen wir es einfach schaffen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es gar nicht. Den dritten Versuch will ich jetzt wirklich nicht machen, weil ich möchte euch echt noch den Geldtrick in Giants zeigen. Weil der ist schon ganz cool so. Okay, wir haben echt Schaden genommen. Den da oben müssen wir mit Sepp killen. Ritt auf den Blitz. Sind wir deutlich schneller, er braucht hier nur 2-3 Schüsse. Nach oben. Erfolg. Okay. Erfolg ist der. Kommt drauf an. Der Erfolg kommt drauf an. Meine lieben, treuen arkeanischen Handler. Aber wir sind deutlich, deutlich schneller. Gut, so viele sind da jetzt noch nicht in dem Teil. Also hier in Giants kann man 56 Skylander spielen. Mit den verschiedenen Serien natürlich mehr, aber so vom Grundtenor sind es 6 und nee. Weniger. 6 mal 8 ist 8. Ach so, ich sollte wechseln. 6 mal 8 ist 48. Ja, 48 Figuren gibt's. Weil eine ist ja Lightcore. Boom, Shaglaga. Ja, 48.
I'm already Traitor, I'm already with Omega, I'm already with Omega, okay. Ich höre ja schon auf. Oh, neue Mission. Und der kann jetzt auch einen Bronzezylinder aufsetzen. Das steht ihm wirklich richtig geil. Sehr geil. Oh, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte schon, der geht nicht runter. Aber. Komm schon. Ritt auf den Blitz. Jawohl, das machen wir. Es ist noch nicht mal 9. Oder? Es ist fast 10. Nee, es ist noch nicht mal 9. Okay. Ich dachte gerade, ne? Ich könnte eigentlich noch 2 Parts aufnehmen. Danach. Na. Hätte ich's durch das Projekt. Könnte ich noch machen. Weiß aber nicht, ob das so cool wäre. Gut, hier wäre es vielleicht auch schlau, zu Double Trouble zu wechseln, aber der Stelle muss einfach mal Sepp durch. Ne? Der Stelle ist es soweit, dass Sepp da wirklich mal durch muss. Und wenn wir es jetzt nicht wieder schaffen, wieder nicht schaffen, dann schiebe ich die Schuld auf Sepp. Ne? Ja, Alter, kommt jetzt Stimmbruch. Herzlichen Glückwunsch, Chaos. Zum Einödassistenten dritter Klasse befördert. Viel Glück, Clamshanks. Ah, Bruder. So, das war unnötig. Aber vorher haben wir deutlich, deutlich mehr Sekunden gefressen. So. Double die Double Trouble. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wie viel Zeit wir noch brauchen. Und wie viel Zeit ein durchschnittlicher Mensch braucht, um bei McDonald's zu bestellen, weiß ich alles nicht. Aber eins weiß ich. Dass das Level nicht einfach ist. Ah! Oh mein Gott, wie schlecht. Okay, wir müssen jetzt Lightcore traden. Das heißt traden. Wir müssen Lightcore ballern. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bam! Sehr schön. Was ist das jetzt mit Jobber? Dann ist es halt so. Einzige Sache, die ich daran extrem schlecht finde, ist, dass diese Kerle zu besiegen mit Double Trouble, ja, sechsmal so einfach ist. Wie ohne. Und warum ich da immer und immer wieder 50 Schaden kriege, erschließt sich mir nicht. Lächerlich, aber besser als 200 Schaden kriegen. Deine Fähigkeiten waren unzureichend. Jobot hat absolut recht. Achtung, meine treuen Schergen! Warte, ich muss mit Sepp spielen. So, ich werde jetzt ganz kurz gucken, wie lange wir noch Zeit haben. Viel länger. Wir haben gemütliche 47 Sekunden. Dennoch muss man natürlich sagen, dass das Ganze echt knapp wird, wenn wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, ist es genauso bitter. Ja, okay, es ist nicht bitter, wenn wir es schaffen. Aber es ist bitter, wenn wir es nicht schaffen. Denk mal drüber nach. So. Volle Ladung. Das kostet Zeit.
Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Komm schon, mach nicht diesen jetzt. Bam, 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 bam. Ich lauf raus. Niemals allein, hab die halbe Stadt neben mir. Jawohl. Geil. Einfach geil. Die Coke ist leer. Sehr gut, Skylander. Chaos muss in dem Palast. Er muss in dem Palast sein. So, und jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach mal Hotdog. Am besten den, der nicht geskillt ist. Wo ist der zweite Hotdog? Habe ich den weggestellt? Hä? Eins Hotdog? Wo ist der zweite? Da ist der zweite. So, das sollte der ungeskillte sein. So ist es. Der andere hat definitiv keinen Hut auf. Und jetzt sei gut. Wenn ihr Level 15 beendet, erhaltet ihr vom Spiel für eure Glanzleistung in der verlorenen Stadt Arcus einen Geldbetrag. Von über... Warum? Erhält man nicht normalerweise jetzt einen Geldbetrag von 6500? Oder wurde das rausgepitcht in der Wii U-Version? Normalerweise bekommt man nämlich jetzt 6500 Coins. Kann auf gemütlichen Hasen die einsammeln. Geht ins Hauptmenü und gönnt sich das Ganze. Ja. Nochmal. Dann gönnt man sich das Ganze nochmal. Gut, das ist ein bisschen schade, aber. Wurscht. Ist ja wurscht. Wir haben genug Coins. Wir kennen andere Methoden, um an Coins zu kommen. Dann gucken wir uns jetzt nochmal den restlichen Part lang an, was wir sonst noch so am Schädelantrieb. Geil. Die Farbe gefällt mir am besten. Und einer fehlt noch. Der Standard. Nee, das hier. Hä? Das hier fehlt. Das haben wir in Kapitel 16. Dann können wir hier noch was umändern? Wir brauchen keine XP mehr. Oh, wir haben noch nie... Okay. Ach du Scheiße. Wir haben noch nie dieses Ding. Wir haben noch nie das vierte Glykotronrad benutzt. Wir füllen jetzt alle Lampen mit Kraft. Weil... Können wir alle mit Kraft füllen? Ja, können wir. Welche fehlt uns dann? Welches Glykotronrad fehlt uns? Ein Gesundheitsglykotronrad. Okay. Komm, fuck off. Ich guck mir jetzt nochmal. Ist hier unten was Komisches oder was Cooles? Gut, ich möchte nie in meinem Leben das Kanonendeck betreten, aber sagen wir es mal so. So. Gut, dann können wir den ja ein bisschen upgraden. Eine Attacke können wir kaufen. Aber das war's. Machen wir ein Skill-Video draus, ganz einfach. Schade, dass es mit dem Geld jetzt nicht funktioniert hat, aber ist auch nicht schlimm, oder? Ist auch nicht schlimm. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü und wirkt das gleich doppelt so episch. Wenn ihr Bock habt, im nächsten Part von Skylanders Giants oder in den nächsten Parts von Skylanders Giants, in den nächsten 2-3, nach Kapitel 16 zu reisen, und Chaos in die Fresse zu treten, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da und freut euch auf morgen.
bis zum nächsten Mal. Ciao.